Tu das und die Frauen werden dich lieben. Ich, Tim, Meister der Clickbait-Titel, habe es mal wieder geschafft. Du bist hier auf meinem Video, schön, dass du wieder da bist. Und heute verrate ich dir diese eine Sache, die du machen musst, beziehungsweise diesen einen Punkt, an den du als Mann gelangen musst, damit Frauen sich in dich verlieben, damit du sehr schnell sehr starke Verbindungen zu Frauen aufbaust und ein richtig geiles Sexleben, ein richtig geiles Liebesleben führst. Darüber reden wir heute. Geil, dass du hier bist. Das ganze Thema kam mir, weil ich jetzt am Wochenende ein Date hatte, ein Tinder-Date tatsächlich. Wer mich kennt, weiß, ich bin nicht so der allergrößte Tinder-Fan. Das war aber geil. Ich hatte also ein Tinder-Date mit einer Frau und es war eins der besten Dates, was ich bisher hatte. Wir hatten eine unglaubliche Connection. Wir hatten enorm guten Sex. Ich bin immer noch sehr beeindruckt und wenn du einer meiner engeren Freunde bist, weißt du, wie beeindruckt ich war. Sehr geiles Erlebnis auf jeden Fall am Wochenende gehabt und das brachte mich auf die Idee für dieses Video. Oder ich sag mal anders, das hat wieder mal mir gezeigt, wie wichtig diese eine Sache ist, von der ich jetzt gleich erzählen werde, die du brauchst, damit endlich das Ganze mit Frauen für dich läuft. Kurz dazu, es geht hier nicht nur darum, dass es für Frauen mit dir läuft, sondern es geht bei der Sache auch darum, dass du dich mit dir selbst gut fühlst. Denn oft ist es so, dass Männer irgendwas machen, was ihnen ein Flirtcoach rät und dann machen sie das, dann wenden sie das an, aber fühlen sich dabei überhaupt nicht gut und merken, das bin nicht ich, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und das ist ein Problem. Diese eine Sache, von der ich jetzt rede, das solltest du immer tun und das kannst du auch immer tun, denn du wirst dich damit immer wohlfühlen. Warum das so ist, erzähle ich dir gleich. Also, wovon rede ich hier? Ich will es nicht weiter spannend machen. Ich rede schon 1 Minute 50 um den heißen Brei herum. Jetzt kommt die Antwort. Ich rede hier vom Polarisieren. Polarisieren, wenn du es noch nicht gehört hast, polar, etwas ist sich polar entgegengesetzt, so wie unser Nordpol hier ist und unser Südpol ist hier. Ja, das sind zwei unterschiedliche Endpunkte auf einem Spektrum. Polarisieren bedeutet einfach, mal in einem Satz zusammengefasst, manche Frauen werden dich hassen, andere Frauen werden dich lieben. Polarisieren braucht Mut, eben genau deswegen. Manche Frauen werden dich hassen, manche werden dich lieben. Und das, was die meisten Männer leider tun, ist sie, ich nenne es jetzt mal, normalisieren. Ist kein Wort, aber tun wir mal so, als wäre es eins. Also wir haben Polarisieren mit dem einen Extrempol auf der einen und dem anderen Extrempol auf der anderen Seite. Nämlich, sie kann dich überhaupt nicht leiden oder sie steht krass auf dich. Und das Normale in der Mitte. Und die meisten Männer, wie gesagt, normalisieren Gespräche. Normalisieren bedeutet, die meisten Männer versuchen das Möglichste, um bei Frauen nicht besonders negativ aufzufallen, wollen gerne besonders positiv auffallen, aber weil sie unbedingt positiv auffallen wollen, fallen sie nicht so positiv auf, weil sie halt tryhard sind. Sie versuchen es zu sehr und deswegen wirken sie auf die Frauen höchstens wie einfach jeder 0815 Mann da draußen. Einfach nichts Besonderes. Eine Frau sagte mal zu mir, Mann mit Ecken und Kanten, das kennst du vielleicht auch und das trifft das Ganze relativ gut. Die meisten Männer trauen sich nicht, diese Ecken und Kanten zu zeigen oder trauen sich nicht, ein Mann mit Ecken und Kanten zu sein. Manche Leute sagen auch, sei du selbst, aber das finde ich immer so einen relativ schlechten Tipp, weil hahaha, es ist ein Kacktipp für Leute, die schon lange im Flirt-Thema unterwegs sind. Nein, es geht hier darum zu polarisieren, es geht hier darum, ein Mann mit Ecken und Kanten zu sein. Und eines muss dir klar sein, wenn du dich auf den Weg zur Polarisierung begibst, zur Polarisierung von Frauen, Männern und der Welt, und da komme ich leider mal genauer drauf, dann muss dir klar sein oder musst du darauf gefasst sein, du wirst Ablehnung erfahren und du wirst auch harte Ablehnung erfahren. Manche Leute werden dich nicht abkönnen. Und das ist das, wovor viele Männer so viel Angst haben, dass sie einfach nicht genug Mut haben, diesen Polarisierungsweg zu gehen. Weil sie Angst vor der starken Ablehnung haben. Weil sie Angst vor Ablehnung allgemein haben. Und das ist eine andere Form von Ablehnung. Das ist wirklich eine Ablehnung auf du als Persönlichkeit, ich mag dich nicht. Und das ist eine harte Ablehnung, da muss man klarkommen. Aber das Tolle ist, indem du mit diesem Polarisieren eben die Leute abstößt, die so gar nicht zu dir passen, findest du halt die Leute, die extrem gut zu dir passen. Die Beziehungen, die du mit Frauen führst und mit anderen Menschen, werden nicht so okay sein, sondern richtig geil sein. Frauen werden dich nicht als Freund und ja, mit dem kann man sich schon mal treffen sehen, sondern Frauen werden sich denken, entweder werden sie sich denken, das ist voll der Asi, oder sie werden sich denken, richtig geiler Typ, ich will diesen Typen. Ja, also dein Umgang mit Frauen wird ganz anders sein. Und da musst du dir auch keine Sorgen mehr darum machen, dass du irgendwie nur ein Freund bist.
Denn jemand, der polarisiert, ein Mann, der polarisiert, sagt ganz klar, was er will und sagt auch ganz klar, wenn er keinen Bock hat, irgendwie nur befreundet zu sein. Ja, ich will die Frau, ich will dich als Frau, ich habe keinen Bock, nur dein Freund zu sein. Ein Mann, der polarisiert. Polarisieren bedeutet also einfach, dass du, ich sag's mal ganz simpel, ausdrückst, was auch immer du ausdrücken willst. Ganz unabhängig davon, wie du vielleicht denkst, dass das gerade ankommen könnte. Und das polarisiert. Weißt du, wenn ich da draußen jetzt rumlaufe, mal einfach ein Beispiel. Wenn ich jetzt rumlaufe und ich denke, Hitler ist der coolste und rechts ist krass. So, und dann laufe ich draußen rum und erzähle jedem davon, also nicht jedem einfach so, sondern ich erzähle den Leuten davon, hey, so sehe ich das, dazu stehe ich, das ist mein Ding. Dann wird es so sein, dass viele Leute mich vielleicht gar nicht abkönnen. Jetzt klingelt mein Handy, ich bin gleich wieder da. So, hier bin ich wieder. Also, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass viele Leute dich überhaupt nicht abkönnen und denken, was ist das denn für ein Vollidiot? Aber manche Leute werden auch extrem mit dir sympathisieren und sind dann einfach sehr gute Freunde von dir, sehr gute Bekannte von dir oder zumindest Leute, die einfach sehr gut zu dir und deiner Ansicht passen. Und das ist polarisieren. Wenn du bis jetzt das Gefühl hast, deine Ergebnisse mit Frauen sind eher so, gefallen dir nicht so wirklich oder es ist sehr langweilig mit Frauen oder den Frauen ist sehr langweilig mit dir, dann kannst du davon ausgehen, dass du nicht besonders stark polarisierst. Wenn du weder besonders negativ noch besonders positiv auffällst, dann kannst du davon ausgehen, du polarisierst nicht besonders. Egal, ob jetzt mit Frauen oder Männern. Und es geht hier jetzt nicht darum, es geht nicht darum aufzufallen, es geht nicht darum, der Typ zu sein, der immer im Mittelpunkt steht, als Taktik, oh, ich muss jetzt besonders negativ oder besonders positiv auffallen. Darum geht's nicht, keine Taktik. Es geht darum, polarisierend zu sein und dann wirst du entweder besonders negativ oder besonders positiv auffallen. Und das ist großartig, denn die Freunde, die nicht zu dir passen, von denen entfernst du dich halt auf ganz natürliche Weise oder sie sich von dir sofort und du verschwendest deine Zeit nicht mit den falschen Frauen. Ja, wenn du mich kennst oder wenn du meine Videos kennst, weißt du, einer der großen Grundsätze für mich im Thema Flirten ist, verschwende deine Zeit nicht mit falschen Frauen. Das kann nicht passieren, wenn du polarisierst. Das wird nicht passieren, wenn du polarisierst. Du musst lernen zu polarisieren. Und das lernst du, indem du aufhörst, so zu tun, als ob, indem du aufhörst, über Dinge nachzudenken und über dessen die Wirkung der Dinge nachzudenken und indem du einfach eiskalt und ganz klar ausdrückst, was du willst, ausdrückst, was du denkst, ohne Rücksicht auf Verluste, um es mal so zu sagen. Sei einfach du selbst, und da sind wir wieder bei diesem Spruch, sei einfach du selbst 100%, nimm diese Energie, schmeiß sie der Frau hin und dann schau, was passiert. Und sei in Ordnung mit beiden Ergebnissen. Das ist ganz wichtig. Wenn du polarisieren möchtest, dann sei in Ordnung mit beiden Ergebnissen. Das ist mir früher, also bis früher, ist wirklich früher, schwer gefallen, wo ich angefangen habe mit diesem YouTube-Channel. Weil manche Leute können mich halt überhaupt nicht ab. Andere Leute finden mich total geil. Und es ist immer noch so, es gibt Leute, die können mich überhaupt nicht ab. Andere finden mich mega geil. Und so ist das. Und damit musst du umgehen lernen. Aber wenn du damit umzugehen lernst, dann wirst du merken, dein Erfolg mit Frauen ist ein ganz anderer. Frauen werden sich viel schneller, wie der Videotitel schon sagt, in dich verlieben, werden viel schneller dich wollen. Weil das so einzigartig ist, das musst du verstehen. Weil es so wenig Männer gibt, die die Eier haben, das zu tun. Deswegen ist ein Mann, der polarisiert, so wertvoll für Frauen. Nicht für jede Frau, wie gesagt, manche werden dich nicht abkönnen und damit musst du umzugehen lernen. Aber diese pure Realness, diese pure Echtheit, dieses pure Polarisieren, das wird bei den Frauen sehr stark einschlagen. Ob jetzt negativ oder positiv, aber es wird sehr stark einschlagen. Du wirst einen sehr großen Einfluss auf Leute haben mit deiner Art und Weise. Und am Ende des Tages wirst du deutlich glücklichere und zufriedenstellere Beziehungen mit nicht nur Männern, sondern auch Frauen haben. Deswegen polarisieren. Schau einfach mal diese Woche, wie polarisierend bin ich denn? Wie oft drücke ich denn kontroverse Sachen aus? Wie oft sage ich denn kontroverse Sachen? Bin kontrovers. Stehe zu dem, was ich sagen will. Drück mich frei aus. Und je mehr du das machst, desto polarisierender bist du. Je krasser auch die Ablehnungen sind, die du bekommst, je krasser die Erfahrungen mit Frauen allgemein sind, die du bekommst, ob negativ oder positiv, desto besser bist du darin zu polarisieren. Und je mehr neutral das ist, oh, ist ein ganz netter Typ, ja, der ist ganz nett, je normaler, je normalisierter bist du. Ja, ich kenne einen Bekannten von mir, bei dem ist das so, der ist auch absolut normalisiert. Ne? Also niemand stößt mit dem an. Niemand mag den nicht. Aber es mag den auch niemand so richtig. Du bist einfach da. Und das trifft es wahrscheinlich am besten. So keine Frau stört sich jetzt besonders an dir, aber es finde ich auch keine Frau so richtig toll. Du bist dann einfach da. Und in dem Fall heißt, du bist einfach da, du bist eigentlich irrelevant.
Das muss man verstehen, weil man kann nicht mit dir anecken, denn du präsentierst ja keine Ecken und Kanten. Aber man kann dich auch nicht cool finden, denn du präsentierst ja keine Ecken und Kanten. Du bist also keine wirkliche Persönlichkeit. Das ist ungefähr so wie, ich weiß nicht, wer von euch manchmal Online-Gaming schaut. Ich spiele Online-Gaming und manchmal schaue ich, wenn eine Weltmeisterschaft von der Sache ist, die ich gerne spiele, schaue ich da manchmal vorbei. Und oft sind irgendwelche Asiaten oder Koreaner da. So. Und die sind einfach alle gleich, die haben einfach überhaupt gar keine Persönlichkeit. Das ist in deren Land nun mal so, die sind eher gemeinschaftlich orientiert statt individuell. Das hat auch seine Vorteile, aber die haben einfach keine Persönlichkeit. Überhaupt nicht. Die strahlen überhaupt nichts aus. Nichts. Und ja, solche Männer sind einfach Männer, die bei Frauen keine großen Chancen haben. Zumindest nicht darauf, dass irgendwas Tolles daraus wird. Vielleicht redet sie mit ihm in der U-Bahn, aber selbst das findet sie wahrscheinlich zum Sterben langweilig. Deswegen polarisier lieber und hab ein spannendes, geiles Leben und vor allem spannende und geile Erfahrungen mit Frauen. Geil, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn du lernen möchtest, wie das denn funktioniert mit dem Polarisieren. Das bringe ich dir auf unserer Coaching-Reise bei. Unten rechts geht es zu einem ganz wichtigen Video, das dieses Video ergänzt. Schau unbedingt da vorbei, wenn du dieses Video bis hierhin geschaut hast. Ganz wichtig. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.